Los. So, jetzt kann's losgehen. Hallo und herzlich willkommen wieder beim Kreative Stream oder Kreative Fernsehen oder Kanal. Je nachdem. Ich habe am Wochenende, weil ich muss ja immer mal was machen, auch mal außerhalb des Streams will ich was machen. Habe ich die fleischfressende Pflanze weitergemacht. Quasi so. Die fleischfressende Pflanze habe ich gemacht aus Superskulp. Das ist dieses hier. Das kann man beziehen. Also erstmal diese Superskulp, das ist von... Moment. Der Superskulp, das ist aus Amerika. Das ist eine Plasteline. Lässt sich sehr gut formen und lässt sich sehr fein ausarbeiten. Mit dieser Plasteline habe ich unter anderem das hier schon gemacht. Das My Trusty Follower Souvenir, sage ich jetzt mal, ist ja quasi ein Souvenir von mir. Das kann man auch brennen. Ja, das wird richtig hart. Das ist gut. Also ich muss da keine 5 Wochen warten, bis da mal irgendwas trocken ist oder bis da mal was ordentlich hinhaut.
Und man kann halt viel besser die Feinheiten ausarbeiten, wie ein Bart oder Haare hier, die Buchstaben. Man kann überhaupt alles viel feiner machen als mit den anderen, wo ich vorher die Pilze gemacht habe. Das Super Sculpey kann man bei Amazon kaufen, ist bei Amazon aber recht nicht kostengünstig. Ich habe für diese Packung mit Versandkosten 23 Euro bezahlt. Insgesamt. Oder 24 Euro. Ich meine, es ist ergiebig. Ich habe jetzt immer noch ein bisschen was davon. Da will ich jetzt die Pflanze fertig machen. Ich habe schon einen Anbieter gefunden. Zumindest meine Frau. Die hat schon einen Anbieter gefunden, wo es recht günstig ist. Da kostet ein Paket 11 Euro. 11,50 Euro. Mit, wenn ich da gleich zwei Pakete nehme, mit Versandgebühren und, wäre ich dann halt bei zwei Paketen bei 25 Euro. Ja, also das ist schon mal eine Preisverbesserung. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei dieser Seite besser. Wo ich jetzt aber nochmal meine, weil ich habe ja momentan, kann ich mir das nicht kaufen, wo ich meine Frau nochmal fragen muss, wie die Seite heißt, wo sie die gefunden hat. Dann werde ich die natürlich auch noch einmal hier nachträglich einreichen. Oder ja. So. Ich würde sagen, ich erkläre euch mal, wie ich das jetzt mit den, was ich jetzt hier weitergemacht habe. Ich habe unter dies einfach nur diesen Ball, das kann man ja noch sehen, ich habe ja diesen Ball ausgeformt, habe den durchgeschnitten. So ein Ball, der war quasi nochmal, also ein bisschen kleiner, man sieht es ja, also eine Nummer kleiner als der. Da habe ich alles so quasi mit der Flasche ausgerollt, das hier, das Super Sculpt, quasi zu einer Fläche gemacht, wie ein Teig ausrollen und dann habe ich das hier umgelegt. Habe das quasi da drauf geschmiert, alles schön, dass es schön, also quasi wie ein, dass es eingehüllt ist da drin. Danach habe ich die Zähnchen aufgesetzt, wo ich aber sagen muss, mit denen, das muss man, sollte man vielleicht besser machen, als ich das jetzt gemacht habe, weil man sieht ja, es stört dann alles, die Zähnchen vielleicht ganz zum Schluss aufsetzen. Hier vorne, seht ihr hier die Zähnchen, sollte man dann zum Schluss aufsetzen, weil dann kann man sie nicht mehr schön bearbeiten, dann sind sie halt immer so, aber spielt ja jetzt keine Rolle. Hier wird dann noch einmal eine Rolle aufgelegt, quasi so in dieser Dicke hier, wie das. Das wird dann untergeschmiert, das soll dann quasi das Zahnfleisch, ja, das Zahnfleisch soll das quasi wiedergeben. Danach kommt draußen eine Lippe drum. Ihr seht ja, ich habe das ganz einfach nur gerollt. In der Mitte hatte ich dann eine, ja, quasi wie eine Wulst gehabt. Und die Wulst habe ich dann hier noch einmal ein bisschen ausgeformt zu einer Lippe. Und da bekommt man dann die Lippe quasi. Die Zunge ganz normal auch wieder ausgerollt, ausgeschnitten und mit diesem Werkzeug quasi ausgeschabt, dass wir hier diesen Mittelpunkt der Zunge haben. Dasselbe habe ich hier gemacht. Auch mit den Augen und alles. Die Augen habe ich hier aufgelegt und habe sie hier erstmal so gemacht. Und dann, ach, was ist das wieder hier dran gekommen? Warum mache ich das jetzt alles? Warum sage ich das alles? Weil gestern Beschwerden kamen, dass mein Channel halt, naja, nicht so die Welt ist und nicht so toll ist. Wurde mir halt mitgeteilt, dass es die größte Zeitverschwendung ist, halt. Und dass ich da halt auch mal dazu was sagen soll, was ich mache. Und ja gut, jetzt sage ich das dazu. Und jetzt rede ich auch mit euch. Oder kann halt auch nicht immer mit euch reden, weil ich halt
auch hier ein paar Sachen machen will und machen muss, wo ich auch meine Konzentration brauche. Also ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis und wir gucken mal. So, jetzt weiß ich noch nicht, wie ich es machen soll. Hallo, Mai Mai. Schönen guten Tag. Entschuldigung, ich hatte aber gerade mal. Ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Ich war nämlich baden und habe mich danach nicht kalt abgeduscht und wisst man ja Bescheid, gell? Ja, es ist ja auch, viele finden ja auch super und aber ich habe gestern war ich bei einem Kollegen und der war so, ich habe eigentlich nicht gesagt, dass er meinen Kanal. Also ich habe nur mal gesagt, weil er sich immer fragt, ja, was machst denn du den ganzen Tag? Und da habe ich zum gesagt, ja, dann wenn er das sehen will, dann soll er halt in meinen Kanal gucken. Ja, und wo er dann reingeguckt hat, ich war gestern mal wieder beim und das war halt, dann weiß ich nicht. Ja, es ist halt. Aber ich lasse mich davon auch nicht abbringen. Und es ist ja nun auch mal so, dass es viele machen ja gar nichts. Ja. Daher sollen die halt alle immer reden. Sollen sie reden und quatschen. Wenn dir mein Stream gefällt, mal reicht mir das schon. Da ist es schon völlig in Ordnung. Ich habe am Wochenende ja auch einen kleinen. Naja, er hat halt gesagt, mein Stream wäre die größte Zeitverschwendung, die es gibt. Und ich rede halt nicht mit den Menschen. Ja. Ich mache halt hier meine Arbeit und ich soll den Stream halt nennen, ein Typ, der sinnlos Knete knetet. Ich habe dazu natürlich, was soll ich dazu sagen? Ich weiß, dass der größte Teil heutzutage, und das ist ganz einfach so, dass der größte Teil. Das sind Kunstbanausen. Es zählt nur noch das, was zwischen Daumen und Zeigefinger ist. Und fertig. Und deswegen gebe ich da nichts drauf. Was soll ich denn da drauf auch geben? Soll sich doch erstmal jeder selber hinsetzen und soll sowas ausarbeiten. Und das, ich meine, ich lerne das ja noch. Ich mache das noch nicht lange. Ich habe mir den Super Sculpt jetzt. Ne, so lange wie ich den Stream mache, arbeite ich damit. Und versuch halt schon ein paar andere Dinge auch zu machen, die ein bisschen schwerer halt auch sind. Wieso singe ich dich an? Ich singe doch gar nicht. Ich kann gar nicht singen. Da würden sie alle gleich wegrennen, wenn ich singe. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Huma mai mai. Eine fleischfressende Pflanze. Wah. Ja, klar, ne? So sehe ich das auch. Dass die Masse immer nur noch das Günstigste quasi für sich rausfummeln will. Nichts mehr bezahlen, nichts mehr tun für irgendwas. Aber ich will jetzt auch mal so sagen, das, was ich jetzt hier mache, wenn da jetzt jemand was kaufen will, ich will das für alle Menschen zugänglich machen. Auch wenn ich halt damit, ich will damit auch nicht reich werden. Definitiv, weil. Guck dir die Reichen an. Was soll ich denn da jetzt dazu sagen? Kein Anstand mehr. Ja, es halt haut alles nicht so richtig hin bei denen. Ist nur noch auf Kohle und ich weiß auch nicht.
Ja, klar. Ich weiß auch nicht, was er für Probleme hat. Was bei ihm nicht hingehauen hat, vielleicht. Er ist halt immer sehr direkt. Was auch in vielen Hinsichten manchmal gut ist. Aber, naja. Gebe ich jetzt halt auch erstmal so weit nichts drauf, mein. Ich weiß, dass ich meine Arbeit gut mache. Das ist das Einzige, was ich halt auch gut kann. Und fertig. Da braucht keiner kommen. Mir was anderes versuchen zu erzählen oder. Und schön, dass du wieder da bist heute. Das freut mich sehr. Falls du das meinst mit ansingen, ja, dann singe ich dich an. Wie eine kleine Drossel. Fleischfressend Olga. Ja. Muss ich halt noch sehen, wie ich das anderweitig halt auf die Reihe kriege. Wie ich die zusammenkriege erstmal. Das ist mein Problem. Da gibt es wirklich sehr viele Streams. Jeder macht irgendwas anderes. Jeder versucht es anders. Wäre ja auch immer blöd, wenn alle Streams gleich wären. Würde ich jetzt mal sagen. Die wollte ich eigentlich so aufmachen. Und jetzt geht das alles nicht. Warum nicht? Weil ich nicht weiß, wie ich das jetzt so halten soll. Wir könnten ja das mit Holz verbinden. Wäre ja eine Möglichkeit, quasi hier so reingehen und dann. Das ist schön, das ist ja auch Sinn und Zweck der Sache da dran. Und dass man halt nicht so alleine ist, wenn man hier jetzt so rumkünstelt. Und man ist noch bei einer, sag ich jetzt ja, bei einer hübschen Frau in soll ich das sagen? Fehlt mir das Wort dazu. Man ist nicht alleine. Es ist noch eine hübsche Frau anwesend. Das ist doch als Mann das, was man eigentlich sich vorstellen kann. Was gibt's denn da noch Schöneres? So verlegen. Ja, man muss schon der Tatsache mal ins Auge gucken. Da muss man nicht verlegen sein. Hübsch bleibt hübsch. Blöd. Was soll ich denn das jetzt machen?
Genau. Uns gibt's immer. Wir sind ewig und unendlich. Trotzdem habe ich immer noch das Problem. Muss ich hier wahrscheinlich was einkneten. Es wird gar nicht anders gehen. Heißer Fuhr, Sauron Fuhr. Entschuldige bitte. I make a what? Fleischfressende Pflanze. Okay. Fleischfressende Pflanzen. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich das vielleicht könnte. Warte mal, hinter den Lippen ein bisschen zusammendrücken. Ich will es aber halt auch in diesen Überwulst lassen. Monster-Follower. Ist halt die Zähne, die sind sehr anfällig. Ja. Ich könnte aber hier was reinmachen, damit quasi hier unten schon einmal hier so was reinsetzen. Dass ich das hier so ran drücke. Ja, das würde funktionieren. Mal gucken, ne? Ja, das versuche ich jetzt mal. Also ich mache jetzt hier was dahinter, tue das hier wie ein Keil einlegen und das kann ich ja dann noch ausarbeiten. Muss ich ja sowieso ausarbeiten. Mache das erstmal mit einem Keil, um zu sehen, ob das ungefähr so hinhaut. Ja, kann auch ein bisschen keiliger sein. Kann man ja dann noch verschmieren und weißt du? So könnte man das machen. Ja, perfekt. Perfekt, Mai Mai, du bist echt. Ja, okay. Eine hübsche Frau, die auch noch modellieren kann. Das ist ja, weiß nicht, was hat mir da, womit habe ich sowas Tolles verdient?
Übrigens, der Fallower ist fertig. Seht ihr hier? Der hat jetzt die richtige Härte. Ich habe den ein bisschen zu lange gebrannt. Ja, ist klar. Aber es geht noch. Das ist ja nur die Form. Das ist die Schnecke. Das ist Paula. Und Paula habe ich auch zu lange gebrannt. Aber das macht auch nichts. Und hier kann ich jetzt, muss ich sehen, wie ich halt das mal finanziell auf die Reihe kriege, dass ich mir eine Abgussform mache. Und dann können die ersten Leute sich schon drauf einstellen. Natürlich, nachdem sie mir ihre Daten gegeben haben, dass sie dann demnächst ein Paket bekommen. Mit einem Trusty Souvenir. Muss es dann nur noch ausgießen. Ich habe auch schon die Farben dazu da, alles. Könnte noch ein bisschen höher sein. Nee, Mama, ich kann da keine Kuhle reindrücken in den obersten Mundstück, weil da ist unten drunter dieses Styropor drunter. Das ist so eine richtig derbe. Oh, das drückst du nicht ein. Ist er? Ja, der Mund soll ja noch ein bisschen aufstehen, weil der soll ja quasi nach einer Fliege gatschen. Weil da kommt ja dann noch so eine Fliege, muss ich dann mal sehen, wie ich das mache mit einem kleinen Stock oder irgendwas. Die dann hier so, wo das quasi danach hascht. Deswegen, es sollte schon, muss noch ein bisschen offen sein. Das aber, ja, stimmt schon, dass es halt sonst zu weit offen wäre. Aber wir machen das schon. Wird ja dann eher alles noch ausmodelliert und wisst ihr ja. Ja, so wäre es gut. So ist es perfekt. Wie bin ich drauf gekommen, eine Olga, also eine fleischfressende Pflanze, zu bauen? Ich hatte am Freitag, war das am Freitag? Ja, da hatte ich keine Inspiration. Ich wusste eigentlich auch gar nicht, was ich machen sollte. Und da habe ich mich einfach mal hingesetzt und auch hier mit diesen tollen Sachen geht es ja auch einwandfrei. Da habe ich einfach eine fleischfressende Pflanze angefangen zu bauen. Weil ich ja nun auch selber welche habe. Finde es halt immer blöd, Fliegen totzuschlagen oder irgendwas, wenn sie ja eigentlich auch noch einen Sinn haben. Indem sie halt quasi noch eine Pflanze ernähren. Und die Pflanze fängt die mir weg. Also ich habe im Sommer, habe ich hier keine. Also nicht übermäßig.
viele Insekten hier. In der Wohnung zumindest. Draußen, da ist alles voll. Auf der schönen Wiese. Sieht das. Wie jetzt machen? Das muss ich dann halt nur noch nach hinten ausmodellieren. Da wäre es dann auch okay. So. Ja, das stimmt. Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber hast du recht, ja. Sollte mal so sein. Pflanzen sind ja auch Lebewesen mit Gefühlen. Das ist aber blöd zu machen. Ist doch auch schön. Olga wusste ich noch gar nicht, hatte ich noch gar nicht. Olga. Wie kommst du auf den Namen Olga bei einer fleischfressenden Pflanze? Ich nicht. Nostrima hört sich immer blöd an. Sehe ich doch. Als Vorlage, du kannst alles als Vorlage nehmen. Alles. Bei mir ist alles Copyright frei. Bei mir gibt's sowas nicht. Copyright. So Quatsch. Ich habe ja auch quasi das Ziel, die Menschen auch wieder ein bisschen für sowas zugänglich zu machen. Dass die Leute auch mal selber wieder sagen, oh ja, das ist ja Mensch, ach, das kann ich. Weil keiner macht ja mehr so richtig. Oder ich
Es gibt sehr wenig Leute, die sich noch für solche Sachen interessieren. Da gibt es Computer, wie du das schon vorhin gesagt hast. Da gibt es Computer, die arbeiten das aus. So, und das war's. Das kostet halt nur 3 Euro, weil der Computer, ja, braucht nicht so viel Strom. Sagen wir es mal so. Oder ist halt günstiger, weil der wird nicht krank. Keine Personalkosten. Kannst du doch machen, natürlich. Alles, was dir beliebt. Ich habe doch nicht die fleischfressenden Pflanzen erfunden. Und auch nicht, bin auch nicht der Erste, der so eine Pflanze macht. Gibt es ja auch schon viele andere. Die kann man ja auch kaufen. Im Läden. Und. Da will ich da mich nicht bereichern an irgendwas. Mach dir ein schönes Tattoo auf dem Arm. Einer fleischfressenden Olga. Mach das doch. Du hast doch gesagt, du hast einen Kanal. Was heißt gesagt? Ich habe ja deinen Kanal schon gesehen. Ich würde an deiner Stelle das durchziehen. Natürlich. Direkt. Gibt's nichts Schöneres, oder? Ich guck da mal was. Kannst du ja auch Zeit nehmen dafür, Zeit lassen. Just do it. Pass mal auf. Sechs Jahre, das ist von Opa gelernt. Okay. Nee, Handarbeit ist gar keine schnelle Nummer. Aber ich will nicht sagen, um Geld zu verdienen, ist es hier falsch an der Adresse. Würde ich jetzt nicht sagen. Ups. Muss ich noch mal reinmachen hier. Dir nämlich nur mal was zeigen, dass du das auch machst. Braucht man jetzt hier? Na, haben wir es doch schön drinne.
Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not gonna stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Yes, you can! Just do it! If you're tired of starting over, stop giving up. Hört auf, aufzugeben. Ja, recht hat er. Gelle? Kann man nicht sagen. Just do it. Das ist halt das, warum ich auch nichts drauf gebe, was jetzt andere sagen. Also ich gebe schon was drauf, aber da mache ich mir jetzt so, was soll ich machen? Kann's nicht jeden recht machen. Aber ich hab's auch schon immer getan. Also ich hab das Do It wahrgenommen. Just drink it. Ja, aber er hat ja nun immer recht. Das ist ja auch, ich nehme an, das sind so Motivationstrainer. Die Amerikaner haben halt andere Arten von Motivation, würde ich sagen. Aber genau das ist das, was die Menschen brauchen. Die brauchen eigentlich mal einen Arschtritt, dass die auch mal was machen und dass sie auch mal wieder selber was machen, ja. Macht ja keiner mehr was. Alle gehen sie in ihren Scheißladen, kaufen sich ihren Schrott oder ihren Scheiß, was von kleinen Kindern in China hergestellt wurde, wo noch Leute leiden drunter, aber Hauptsache billig, billig und günstig. Und das hier, das ist halt so eine Sache, da gibt es nichts mehr billig, also was heißt günstig, ist ja auch bei mir. Ich sage jetzt, ich will das ja auch immer verkaufen, aber ich will es für jeden zugänglich machen. Nicht wie manche Künstler, es ist nämlich auch so, dass auch viele Künstler das ausnutzen. Auch ich habe jetzt einen Künstlernamen und da mache ich jetzt gleich ein Patent drauf. Das ist das Problem. Selbst viele Künstler benehmen sich wie die Axt im Walde. Aber es spielt ja auch keine Rolle. Das ist ganz schön Hickelhackel hier, dieses Teil. Du bist Motivation. Okay. Kann ja sein. Natürlich. Ich hatte auch schon was, stimmt, du bist Motivation. Ich hatte ja auch schon mal manche Tage, wo ich gesagt habe, ach komm, so hockst du immer wieder nur alleine da, weil kaum jemand kommt. Aber da habe ich mir gesagt, na, vielleicht schaltet Mai Mai ein. Da bist du quasi auch meine Motivation gewesen. Da hast du recht, völlig recht, hast du da. Da warst du meine Motivation, dass ich quasi gesagt habe, ja, ich mache heute meinen Stream.
das hier so rauskneten und rausarbeiten ist heartless. Kommt dann hier hinten quasi noch die Lippe bis hier hinter gezogen ein Stück. Und fertig. Motivation, genau. Steckt ja quasi schon im Namen drin, gell, Mutti? Schön. Da machst du bei dir zu Hause so richtige Ketten oder wie, oder? So nebenbei noch, neben deiner Pflicht als Mutti. Das ist das, was ich dir schon mal, wo du gesagt hast, oh, was soll ich denn machen? Das ist doch auch eine Gabe. Ketten machen.
Was gibt's heute Schönes zu essen bei dir? Oder was gab's Schönes? Ich habe mir Rotkraut gemacht. So richtig schönes. Liebe Rotkraut. Menschen essen eh viel zu wenig Gemüse, immer nur Obst bei Süßes. Ich kann mir schon das. Mit Mettwurst. Sauerkrauteintopf mit Mettwurst. Ja, klar, Obst und Gemüse ist auch perfekt. Aber immer nur Obst, also immer nur, ja, immer nur Obst und kein Gemüse. Das säuert man ja komplett aus. Wenn ich bei manchen Kindern, ich habe ja selber Kinder, wenn man das so sieht oder wenn sie so erzählen, wenn man da in die Brotbüchsen reinguckt, was da alles drinne liegt, also die Kinder wissen ja gar nicht mehr, wie ein Apfel aussieht. Manche zumindest. Das ist ja richtig schlimm. Da kriegen die Kinder und manche Kinder, wie es damals bei meinem Sohn in der Kindergartengruppe war, haben manche Elternteile frühs einfach nur Kinderriegel und hier, wie heißt das, mit diesem weißen Zeug drinne? Milchschnitte. Milchschnitte und Kinderriegel haben die zum Essen mit in den Kindergarten gekriegt. Ja, wenn du das so gemacht hast, das ist ja, ist es perfekt. Aber was da abgeht bei manchen Leuten im Kopf, verstehe ich halt nicht. Und die ihren Kindern nicht immer ordentliches Essen mit in die Schule geben und dann sollen sie noch gute Noten schreiben. Das haut doch gar nicht hin. Wie viele Kinder hast du? Ach, vierer. Vier hattest du gehabt, gell? Glaube ich ja. Wenn ich jetzt mal so tief in meinen Kopf krame, waren vier Stück. Oder? Ja, genau, vier. Haha. Siehst du? Bist doch schon hier drin, Mai Mai. Nicht wie manche Leute, die morgen nicht mehr, die nicht mehr wissen, wen sie gestern getroffen haben.
Ein Jahr und 11 Monate, schön. Und dein Mann ist immer auf Arbeit, immer unterwegs, ja? Aber auch Pech, die Kleine. Die Arme. Muss sich mit den ganzen Kerlen rumstreiten. Das ist auch schwer. Wie meine Tochter. Oh, ich war ganz fleißig, kann ich dir gar nicht sagen. Fünf Kinder in die Welt gesetzt. Fünf Stück. Hier zu Hause habe ich drei. Mit meinem Sohn bin ich jahrelang alleine gewesen, weil meine, das spielt ja auch keine Rolle. Gibt ja nun immer Frauen, die das nicht so mehr für ordentlich erachten, sich um ihre Kinder zu kümmern. Und drei sind hier, also mit meiner jetzigen Freundin und Frau, sag ich mal, habe ich zwei Kinder. Mein Sohn, dann ist bei einer anderen von mir damals, bevor ich meine jetzige kennengelernt habe, ist auch einer. Und dann hatte ich mal vorher mal, das war aber nur, weiß ich nicht, da war mal die Lust, hat mich da überfallen und sie auch. Und ja, das Kind ist aber auch nicht auf mich angemeldet. Das hat jemand anders irgendwie angenommen oder ich weiß da auch nicht. Was ich jetzt, sie sagt, aber es sieht halt aus wie ich. Fertig. Ich nehme an, sie hat halt das Gefühl gehabt, dass ich Probleme damit habe. Hätte ich ja auch gehabt. Aber wenn sie das so will, dann ist es okay. Kinder. Kinder ist was ganz Feines. Das Schönste, was es gibt, Kinder. Die zeigen dir halt immer, dass du wichtig bist. Ohne dich geht's nicht. Das ist nun mal so. Die haben so viel Liebe in sich. Ich bin ja immer Kind, ich selber, wie du ja auch. Wir sind ja alles noch Kinder. Wir haben nur aufs Spielen verlernt. Hallo an alle, die noch eingeschaltet haben.
Wetter sieht schon immer schick aus. So, na nun, jetzt kommt noch der zweite Kopf. Aber da vorher sollten wir erstmal Blätter machen. Was, du hast schon Plätzchen gebacken? So, mal, ist aber noch früh. Ich hab keine. Ja, da musst du aufpassen bei Bauer und bei. Wie hast du genannt? Olga. Olga. Ja, aber ich finde, es geht. Dafür, dass es die erste ist, haut sie schon hin. Oh ja, pack mal welche mit für mich. Schick mir mal. Kriegst ja demnächst auch ein Paket und noch ein paar andere. Wie der Bulldog zum Beispiel. Kriegt demnächst auch ein Paket. Aber ich muss erst noch die Gussform mir kaufen. Und das kostet ein bisschen Geld. Dann gibt's die Follower. So. Ich muss mal eine Pullerpause machen. Ich bin nämlich am. Ich mache nämlich eine Entgiftung. Da muss ich jetzt mal auf Toilette. Weil das treibt. Ich habe nämlich gestern ging das schon los, da habe ich eine ganze so eine ganze Kanne mit Ingwertee, also Ingwer ausreiben und das dann trinken. Das entgiftet ungemein. Ich bin gleich wieder da. Wartet kurz.
So, wieder da. Danke fürs Warten. Danke fürs Warten. What? I'm here. I was off toilet. Ah, der Captain wieder da. Der ist wieder ein bisschen leichter jetzt. So, tun wir das jetzt nochmal ausrollen und machen da die Blätter draus. Das Ausrollen gehört halt auch dazu. So. Da brauchen wir auch eine gewisse Dicke. Hier ist es noch nicht. So. Siehst du. Jetzt haben wir die richtige Dicke dafür. Das Problem ist bei der fleischfressenden Pflanze. Yes, das ist. Das ist Olga. Olga, Moment. Muss ich erstmal übersetzen. Per Google Translate. Just a moment, please. Das ist Olga, der Cornivus-Plant. Cornivus-Plant. Okay. Olga, der Monsterflower. Genau, Mai. Du hast es wieder erraten. Du hast es wieder richtig gebogen. So. Nun nehmen wir hier. Nehmen wir hier so ein, das ist das neue Werkzeug, was ich mir gekauft habe. Kostet nicht viel, kostet 1,50 € dieses Stück. Und da machen wir jetzt ein Blatt. Muss mal gucken, wie groß wir das Blatt machen. So. Oder mehrere kleine Blätter. Oh ne, wir machen erstmal ein großes Blatt. So, und jetzt drücken wir das hier an den Rändern richtig durch. Und schneiden damit quasi das Blatt aus. Machen wir ein bisschen weg, sonst wird man alles einreißen oder kaputt machen. Das ist erstmal ein Blatt für unten, ja, aber hier oben kommt auch noch eine Frisur drauf. Das stimmt, das machen wir jetzt auch gleich.
Da hast du recht, mein Mai, jetzt kriegt's. Gibt's noch mal eine schöne Frisur. So ein Blatt für unten rum, wisst ihr? Wie so Lendenshorts. Wenn ich hier frühs mit meinem Hund über die Wiese renne. Nackt. Was keiner sehen will. So. Nur mal schon ein Blatt für unten rum. Jetzt machen wir Olgas Frisur. Genau wie Adam und Eva. Schön nacksch. Bin übrigens ein FKK-Kind. Hier noch zu DDR-Zeiten, wo man immer FKK nacksch baden und so. Musste ich immer mit meinen Eltern machen. Oder musste ich immer mitfahren? Oder nicht musste, aber da war man ja klein. Was will man machen als Kind? Allein zu Hause als 3- oder 5-Jähriger. Durfte man ja nicht zu Hause bleiben. Musste man auch immer mit. Ich finde, das ist das Normalste der Welt. Was ist mit Eva Braun? Nicht Eva Braun, sondern Adam und Eva. Hallo, Janni wohl. Janif Loll. Okay, Janif Loll. Herzlich willkommen im Stream. Jetzt machen wir wieder eine Rolle, Rolle, Rolle. Erstmal unten abschneiden. Guten Morgen. You like my beard? Okay. Das ist der Inspiration Beard. In Mai Mai ist der Inspiration Woman. Mai Mai. Wäre es fast runtergerollt. Für die Haare hier oben braucht man dann ganz feine Blätter und so. Da müssen wir mal, muss ich sehen, wie ich die ausarbeite.
Mei, das solltest du mal meiner Frau erzählen, dass das sexy ist. Die mag das nämlich, findet das nämlich gar nicht sexy. Ja, klar. Trinken, immer trinken. Das nicht. Das ist nicht fein. Mei, mei. Pass mal auf. Guck mal, wo ich wohne. Halt ihr das jetzt mal hier hoch? Wenn das geht. Oh, es geht nicht. Nein. Warte. Zeige ich es dir hier. Ach, da geht's auch nicht. Also ich lebe quasi mitten auf dem Feld. Ich, rechts und links keine Leute von mir. Ich lebe quasi weit, weit weg von der Zivilisation. Ja, nicht weit weg, aber. Außerhalb. Ich habe rechts und links keine Leute von mir. Ich kann sonntags staubsaugen, Rasen mähen. Das, was ich will. Lass mich von keinem stören. Baue mein Gemüse an. Und. Diese ganzen tollen Sachen. Yes, this is Modeling Clay. Das ist Super Sculpey Modeling Clay. Es ist eine Plasteline. Ist for fine. For fine work. Mensch, mein Englisch. Und wir haben noch Russisch in der Schule gehabt. DDR-Zeiten. Ja, ist klar. Man tut sich ja an das, was dein. Ja, was so im Außen ist, tust du dich ja anpassen. Ist eine ganz normale Sache, mein Mai. Macht keiner mehr. Irgendwie komme ich mir vor wie der letzte Mohikaner. I make a monster flower. Danke, Mai Mai. Danke, dass du mir so schön hilfst dabei. Aber mein Englisch ist so schlecht.
das schon gar nicht mehr wahr ist. Where you come from, Doug? Nee, ich finde diese Monsterflower, das ist schon eine gute Übersetzung dafür. West Coast. From United States. Okay. Can you evil FX? Ja, klar. Ich glaube auch, das ist Auslegungssache. Evil FX von Twitch. Ist ein Art Design, ein Costumes Art Designer. He make Stormtrooper Helmet and the Armor of Stormtrooper. Can you see auf Twitch? Give you Evil FX? And can you see? This is nice. And he was the inspirator for the stream. Dorsch sein, do it. Do it, do it. Just do it. And help make my stream. Thanks for Evil FX and Reeve Chumley from United States. She come from Las Vegas, Los Angeles. Yes, I have nice music.
Oh, sorry, I must translate, Dagi. Just a moment. Oh yes. Just do it. Ja. Okay. Echt Probleme, das zu übersetzen alles. Und der komische Google Translate, der weiß ich nicht. Aber ich hätte es ja auch wissen müssen, gell? Aber man kann ja nicht alle Sprachen sprechen. Aber Englisch sollte man können, ja, ich weiß. Aber das bisschen, was ich spreche, ist broken English. Mein Englisch ist broken. Das ist wirklich eine gute Sache. Gerade in den heutigen Zeiten sollte zwischen den ganzen Nationen eigentlich immer ein Austausch stattfinden, was ja momentan nicht mehr funktioniert. Ja, ich hatte auch in der Schule dann noch ein bisschen Englisch gehabt, die letzten 2 Jahre. Aber davon ist nicht mehr viel da. Das ist ja das. Aber macht ja auch nicht. Man sieht ja, man verständigt sich ja auch untereinander. Hi Dagi, we understand you. Oder war das jetzt schon wieder falsch? Or we understanding us. Das war shit. Das war scheiße jetzt. Ist besser. Viel besser. Klar, ist schon nicht schlecht, wenn die Leute da drüben kommen, aber es wäre schön, wenn wir uns auch verständigen könnten. Jetzt musst du immer da sein, Mai Mai. Jeden Stream musst du anwesend sein. Bist jetzt quasi auch noch die Streaming-Mutti.
Ja. Just a moment. Ah, okay. You're streaming games? What for game streaming? You? Was meinst du gerade, Mai Mai? Ich bin sehr gutgläubig. Rette mich, meine Ritterin in strahlender Rüstung. Ah, okay. Gucken wir mal rein, was er für einen Kanal hat. Destiny. Ah, okay, Destiny is a nice game. Is a long game. Is a endless. Also ein endless Game. Okay. When make you streaming? Ja, Danke, Mai Mai. Okay, er kann bald einige Spiele streamen. When you streaming? Oder what you streaming for game? Schreib mal, was für Spiele er spielt dann auf den Stream, weil ich habe. Mein Mann, was machst du eigentlich so? Was arbeitest denn du? Nur mal jetzt ist so eine Frage am Rand.
das, wenn du es mir schon mal gesagt hast, dann ist es das, was ich dann wahrscheinlich schon vergessen habe. Ja, na klar, das ist ja auch schon, wird ja nicht mehr groß geschätzt, sowas leider. Hausfrau, ja, und dein Mann macht, ist die ganze Woche auf Montage oder wie oder... So eine hübsche Frau wie du kann ja nicht alleine sein, das geht ja nicht. Das haut ja nicht hin. Okay. Er hat quasi erstmal nur ein Spiel, was er spielen kann, ja? Das ist Destiny. Okay, you stream Destiny and then, then is see you. Would you game the next place? Ich hoffe, das war jetzt richtig. Yes. Ja, aus Spaß zu streamen, das ist ja, das mache ich ja auch nur aus Spaß. Von daher. Okay. Oh, danke, Mai Mai. When is the next stream? Doug? Doug, I have you followed. And I see the next stream and then come. I on your stream. Nice. Schicksal, dass er streamt, okay. Ah. Da gehe. Er soll keine Zweifel haben. Zweifel sind immer eine Prüfung für dich, Doug. Ob du auch stark genug in deinen festen Willen bist, das überhaupt zu machen, was du da machen willst. Lass dich nicht durch irgendwas
dahin reisen oder dass jemand sagt, wie es zu mir jetzt jemand gesagt hat, dass es schlecht ist oder dass es nichts wird. This is your stream. And your stream is beautiful and perfect. Wie you beautiful and perfect bist. Okay? Live your dream. Bist du ja auch immer allein. Ach, du warst auch in Marseille. Cool. Ja, die Marseilles, die sind halt ohne Worte, oder? Die sind halt überall top. Wenn ich sage, überall sind wir top, dann sind wir überall top. Die Marcells sind kein Flop. So, jetzt will ich euch das noch einmal zeigen. Ah, das Jörg heißt er, okay. That's not a problem, Dagi. Das ist so. You so phenomenality in so insti classic. Jetzt will ich euch das nochmal zeigen. Guckt mal, diese feinen Blätter, diese Ausarbeitung. Die kann man mit denen, wo ich die Pilze gebaut habe, nicht machen. Ja? Also diese ganzen feinen Sachen hier, das würde mir alles wegreißen, wenn ich das jetzt mit diesen Sachen mache, mit diesen hier. Wenn ich das mit dem Material mache, reißt das weg. Das wäre eine Katastrophe. Deswegen, das ist schon ein gutes Zeug. Ganz genau, er schafft das. Warte, da haben wir gleich noch einmal. Just a moment. Christie's. Ja, Jackie. Do it! Dagi. Just do it! Don't let your dreams be dreams. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Some people dream of success while you're gonna wake up and work hard at it. Nothing is impossible. You should get to the point where anyone else would quit, and you're not going to stop there. No, what are you waiting for? Do it! Just do it! Do it! Yes, you can! Just do it! Okay, Dagi. This is the motivation for me to you.
So. Schön vorsichtig bei den Blättern machen. Yes, you do it. Soll noch richtige Mathe werden, gell? Diese auf dem Kopf hat die Paula, die Olga. Wir haben auch eine Olga gehabt bei uns damals in der Treppenstraße. Ja, das ist einwandfrei. Wir hatten eine Olga gehabt damals bei uns in der Treppenstraße. Das war eine. Das war aber eine Olga. Olga war immer für alle da. In jeder Hinsicht. Macht er da am Wochenende wenigstens was? Ja, gell? Mai, Mai. Wenn ich sie füttern will, wenn ich wen füttern will, die Pflanze, die füttert sich selber. Doch eine Fleischfressende. So, muss nachher noch Wäsche aufhängen. Oh. Heute ist nämlich ein sehr schönes Wetter. Von daher, ja, sehr schön. Wisst ihr, was ich schon mal geil finde, Leute? Wenn immer so schönes Wetter ist, dann hat man da irgendwie solche komischen Streifen am Himmel. Weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Da sieht der Himmel aus wie kariert. Und dann ist es wieder bewölkt. Ups. Weiß ich immer gar nicht, was ich sagen soll. Ach, man sieht's nicht. Dammig. Ja, Olga, mach's noch auf. Ja. Ich habe aber wirklich diese Venusfliegenfallen gehabt, aber irgendwie. Kann man das vielleicht hier sehen? Wartet mal. Ich bleib hier dran. Am Dings. Und das, ich weiß ja nicht, wenn man das jetzt mal so, ob man das sehen kann oder. Ich versuche das jetzt einfach mal zu zeigen.
So, Leute. So, ja, das bin ich. Hier lebe ich. Rechts und links von mir nichts. Hier unten fängt das Dorf an. Da gehe ich immer mal einkaufen. Und das meine ich. Es ist so schönes Wetter und wir haben wieder einen Musterhimmel. Also, es habt doch mal einen Einblick bekommen. Ach, da schläft sogar mein Muckischen. Da unten die Mieze. Mucki! Muckischen! Mein Guter! So, habt ihr mal einen Einblick gekriegt, wo ich herkomme? Jetzt wieder zurück. Husch, okay. Also willst du jetzt umziehen oder was? Willst du zu mir ziehen? Mei, mei. Können wir immer zusammen hier kreieren und ganz kreativ sein. Aber es ist wirklich eine schöne Ecke. Also ist das schönste Fleckchen Erde. Natürlich sagt das jeder da, wo er herkommt. Aber das schönste Fleckchen Erde, was es gibt. Natürlich gibt es auch in Bonn schöne Flecken. Aber da wohne ich ja nicht. Ja, da wird schon mal, was wird dein Mann? Da wird dich schon Arsch treten. Auf gut Deutsch gesagt. Wenn mit einmal seine Frau weg ist. Und deine Kinder. Obwohl, das Schulsystem in der DDR, also hier bei uns, ist eigentlich nicht mal so verkehrt. Was heißt so verkehrt? Wir haben halt nicht so viele Schüler in der Klasse hier bei uns. Demnach ist der Lerneffekt in der Schule auch höher. Weil bei euch sind ja nun auch immer ein paar Schüler in der Klasse, gell? So wie ich das immer gehört habe. Schöne Flecken. Bonn. Ja. Kann jeder machen, wie er denkt. Hier ist was frei. Was heißt hier ist was frei, unten ist was frei, da kann jeder überall hinziehen. Überall hingehen. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben war ich in Bonn. Und da fährt man immer in die Türkei und was heißt, also ich nicht. Ich habe das Geld dazu gar nicht. Ich will auch gar nicht nirgendwo ins Ausland fahren. Aber die anderen jetzt, die kennen ja selber Deutschland auch noch nicht. Dabei hat auch Deutschland schöne Ecken.
Ja, ich weiß auch nicht, immer mit diesen Geflohen, mit den Fliehen aus der DDR. Ich meine, das ist. Ich als Kind, sag ich mal ganz ehrlich, wie ich das als Kind empfunden habe, die DDR, als fürsorglich. Also, ich weiß, hört sich vielleicht für andere jetzt so blöd an, oh, wie kannst du ein Regime verherrlichen? Aber ich finde, die DDR war genauso wenig ein Regime. Oder war genauso ein Regime wie die BRD und wie diese ganzen anderen, die sagen, ja, wir sind halt. Das ist alles Quatsch. Mit diesem Scheiß. Ich habe in der DDR gut gelebt. Wir konnten den Schlüssel an der Tür lassen. Jedes Mal. Das kannst du heute ja nicht mehr machen. Also das hat nach der Wende sofort aufgehört. Das hat jetzt nicht, dann will ich jetzt nicht sagen, dass dann die West aus dem Westen die uns beklaut haben. Nee, das stimmt ja gar nicht. Aber ich will nur sagen, dass dann alles abgestumpft ist. Ab dann gab es kein Miteinander mehr, nur noch alles gegeneinander. Die Menschen sind total verstumpft. Haben keine Zeit mehr für sich. Nur noch jetzt hier Kohle machen, wie du es auch schon sagst, mein Mai. Wo bleibt denn da die Menschlichkeit auf der Strecke? Guck dir die Welt an. Da bei der Volkspolizei. Warum ist deine Mama dann geflohen mit ihren Eltern? Konnten sie einfach rüber und sind nicht mehr nach Hause gegangen? Oder wie? Man kann mit dem Werkzeug wirklich alles machen. Das ist einfach perfekt. So, jetzt müssen wir mal sehen, wie ist das denn mit der Paula Mara, dass die das auch so handelt. Oder so hält. Mensch, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe hier so eine Schnecke gebaut. Ich weiß ja nicht, wer sie schon gesehen hat. Das ist Gary. Das ist Gary die Schnecke. Und da kann ich mein Handy, oder das, ich habe ja kein Handy, das Handy von meinem Sohn, was ich dann hier gestern immer mal genutzt habe, um den Chat zu lesen, kann ich da hier reinstellen. Jetzt nehme ich die Schnecke, seht ihr hier, und jetzt kann ich sogar die Paula, die Olga auf die Paula legen. Seht ihr? Und die hält. Also das ist ja echt. Ist ein Multi, also so eine Schnecke ist ein Multifunktionswerkzeug. Ich meine jetzt eine Schnecke, hier so eine Schnecke. Muss ich mal gucken, was Schnecke heißt. Das Lack ist ein Multifunktionstool. Okay. It's a Handy standing. Orders for Handy. And is this holding. Is perfect. Is a Multifunktionstool. Ein Multifunktionswerkzeug. Sau stark. Nee, Snake ist die Schlange. Oder? Ja, echt, das ist Wahnsinn. Damit kann man alles halten.
Finde ich cool. So, wollen wir dann nämlich auch mal die Herrchen draufsetzen. Auf die Olga. So. Also ist am Ende auch, hätten sie auch daheim bleiben können. Nur zurück konnten sie ja damals nicht mehr, da wären sie ja in den Knast gelatscht. Ach, scheiße, alles. Egal wie du es gemacht hast, früher es war immer sehr. Naja. Ja, genau. Ein Hoch auf Gary, die Multifunktionshalteschnecke. Ich benutze. Ja, genau. Herzlich willkommen erstmal, Konockel. Ich benutze. Super Sculpey. Da. Habe vorher diese rote Masse von Darwi benutzt. Die ist hier. Habe vorher. Sorry. Habe vorher das hier genutzt. Was ich jetzt immer noch nutze, aber nur noch für die Pilze und weil hiermit kann ich viel besser ausarbeiten. Dieses andere, die andere Masse, die reißt immer gleich weg und das bringt überhaupt keine Punkte. Bin der Schöpfer. Bin der Schöpfer alles und jenen. Alles und allem. Als nächstes werde ich uns mal eine Erde schöpfen, die ohne den ganzen Forts ist. Und da können wir dann alle wohnen. Wisst ihr? In Frieden, mit allen Menschen. Kein Weiß, Schwarz, Grün, Blau. Alle sind halt Menschen. Können wir uns nur alle selber bauen, mein Mai, die bessere Welt. Das ist es ja, die können wir uns alle nur selber machen. Indem wir alle mal tief in uns gucken. Uns mal tief eingestehen, wir haben Scheiße gebaut die ganzen Jahre. Wir haben es nicht auf die Reihe gekriegt, uns ordentlich unserer Umwelt gegenüber zu benehmen, uns nicht ordentlich uns gegenüber selbst ordentlich zu verhalten. Wir machen jetzt mal einen Neuanfang. Wir wollen das Neue. Ja, und das will halt keiner. Im Gegenteil, da wären die, die das halt noch sagen, für bescheuert hingestellt und für blöde und werden ausgelacht. Liegt alles an uns. Nur wir können das ändern. Nur wir alleine haben die Macht.
Oh ja, heißer Ingwertee, das wäre was Schönes. Jetzt, ja. Gottes Willen, lass dein Mann das nicht lesen. Wenn dein Mann das liest, da wird ja verrückt. Da kommt er heute heim, da gibt's Ärger. Lieber, ja. Da ist das doch schön. So, die Wäsche ist fertig. Es piept, es piept. Ja, bei mir piept's. Die Waschmaschine ist fertig. Ich muss dann die Wäsche aufhängen. Ich bin zu Hause, ich hänge die Wäsche auf. Aber hab ich ja früher auch schon gemacht, wo ich mit meinem Jungen allein war. Musste ja einer die Wäsche waschen, gell? Ist klar. Kann ja nicht die Kinder mit mein Jungen mit dreckiger Wäsche rumlatschen lassen. Das geht ja nicht. Ja, deswegen, wer soll's sonst tun? Wer soll sonst die Wäsche machen? Also waschen wir unsere Wäsche immer. Schön selber. Ich hatte mal eine Zeit lang keine Waschmaschine, wo ich mit meinen Jungen noch alleine war. Da war das zu teuer alles und ich habe auch keine Arbeit gekriegt, weil ich halt ein Kind hatte, was sehr makaber war. Weil ich halt alleine mit meinen Jungen war. Und da ist die Waschmaschine kaputt gegangen, da habe ich so eine Rumpel gehabt. In der Wanne. Da habe ich körperweise mit der Hand die Wäsche gewaschen. Also meine Pfoten sahen aus wie eine Waschfrau. Kennt ihr bestimmt auch alle. Wäsche in der Dings waschen.
In der Badewanne mit der Rumpel. Deswegen habe ich keine. Ich habe groß keine Sachen. Die Sachen, die ich hier anhabe, sind meine Sachen, Leute. Und dann halt ein paar Hemden und so. Aber Hosen habe ich nicht. Nur hier meine schöne Latzhose. Da fühle ich mich wohl drin. Nee, Waschbrettbauch habe ich nicht. Damit kann ich keinen dienen, mit dem Waschbrettbauch. Guck doch mal, was ich hier den ganzen Tag mache. Davon kriegst du keinen Waschbrettbauch. Warte, Waschbrettbauch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen was für meinen Waschbrettbauch getan. Aber ich war noch nie so veranlagt, dass ich jetzt hier so muskulös und so, hier solche Oberarme. Ich brauch das nicht. Um solche schönen Sachen zu machen, brauchst du keine Muskeln. Außer die, die die Finger bewegen und die dich halt hier auf den Stuhl sitzen lassen. Ist doch nicht schlimm. Ich weiß doch, dass es so ist. Und wenn es so ist, da ist es so. Ich bin nun mal nicht dieser. Ja, was, wie nennt man das? Wie nennt man denn sowas? Sportlicher Typ? Ja doch, sportlich bin ich ja auch. Ich kann ja auch sportlich sein. Aber jetzt momentan. Bin ich nicht sportlich. Ich gehe mit meinem Hund, ja, stimmt doch. Ich gehe mit meinem Hund jeden Tag Gassi. Richtig weit. Also wir laufen von Dorf zu Dorf. Eine riesengroße Runde. Das zweimal am Tag. Das sind schon ein paar Kilometer. Mein Sohn heißt nicht Gary. Warte, ich halte mal in die Kamera. Ich versuche mal, ob das geht. Hier. Aber Olga. Das Olga. Und da haben wir Gary. Gary. Also es ist nicht Gary, das ist Paula. Ja, Paula war im Urlaub, die sah aus wie Gary, wie Olga. Das ist Paula. Da 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 da. Da 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 da. Siehst du? Die kann man auch noch anmalen. Und die wird ja dann auch noch angemalt. Okay.
So sollte ja dann eigentlich ausreichend Haare haben. Die Olga. Wann willst du dir dein Tattoo machen? Mai Mai. Olga schleimt wie nix. Und nee, Paula schleimt wie nix. Ja, ist ja auch eine Schnecke, die Paula. Und Schneckenschleim halt. Das hört sich jetzt aber falsch an. Ah, okay. Machst du es jetzt abhängig von Olga? Da muss ich mir ja richtig Mühe geben, dass die auch was wird. So, wieder ein schönes Blatt. Da haben halt heute nur Blätter gemacht, gell? Es tut mir leid. Morgen mache ich dann die Blätter dran. Du bist bestimmt morgen nicht da, Mai Mai. Hast bestimmt wieder Sachen zu erledigen. Falls du die Woche dann nochmal kommst, wird die Paula bestimmt fertig sein am Wochenende. Der Freitag so. Ich hoffe, dass ich mit dem Material hinkomme. Jawohl, Mai Mai. Superwoman. So, Leute. Ich tue das mal jetzt hier hin. Denn die Wäsche, die Wäsche, die Wäsche, die wartet. Also lass sie nicht warten. Häng sie auf, dass sie trocknet. Ich bin kein Sänger, deswegen hört sich das auch so scheiße an. Weil ich nicht richtig singen kann. So. Also. Paula trägt Olga momentan noch auf dem Rücken, heute noch. Morgen müssen wir mal zusehen, dass wir das immer. Da werden wir nur die Haare dran machen morgen. Das wird auch wieder Zeit in Anspruch nehmen, weil da muss ich erst wieder mir heute Gedanken machen, wie wir die Haare dran machen, ja. Also, das wird auch wieder ein Akt. Bin ich auch schon am Überlegen, ob man vielleicht das auch so macht, dass man die, ob ich sie erstmal vorbrenne. Quasi schon immer hart machen, damit sie mir nicht mehr zusammenfällt.
Muss ich aber noch mal überlegen, ob ich das so mache oder nicht. Weil ich dann nicht weiß, wie ich das muss, ich nämlich erst mal gucken. Ich weiß nicht, ob das dann, wenn ich das andere dann mitbrenne und dann wird das ja, das, ob das da hinhaut oder nicht. Schon ein ganz schönes Theater. Ja, Olgas Kiefer zusammengesetzt, das stimmt. Was hat dein Sohn gesagt? Wie gefällt ihm denn die Schnecke? Ja, das reicht, wenn ich so oben auf den Kopf andrücke. Aber da ich nur die eine Olga habe, will ich schon mal, muss ich ja auch sehen, dass ich das quasi wie so eine richtige Frisur wird. Jetzt soll die Olga eine Frisur haben. Also ich meine jetzt eine Frisur, halt lange Haare, also lange Blätter. Oder puschelig, so puh. Wisst ihr, wie Peggy Bundy die Haare hat, so puh. Oder wie sollen die jetzt werden? Es ist ja eine Olga. Ja, eine Olga, die sieht nun mal auch ein bisschen wuchtig aus. Also Power. Alles klar. Freut mich, wenn es ihm gefällt. Das ist schön. So, Leute. Es war super schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank an Mai Mai, Mai Mai Mai, Mai Mai Mai. Mai 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 Mai. Ja, Mai Mai, siehst du, jetzt weißt du. Danke, danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass alle anderen eingeschaltet haben. Danke an die Englisch sprechenden. Thanks for the English peoples. Die Show. This, the of my show zugeguckt haben. Ich würde sagen, dann bis morgen in alter Frische. Cola noch hinlegen. Bis morgen in alter Frische und macht euch noch einen schönen Tag. Heute ist schönes Wetter. Geht raus, spazieren. Also bis morgen dann. Tschüssi. Ich freue mich auf euch morgen wieder. Bis dann. Tschüss.